So, liebe Leute, schauen wir mal wieder rein, was uns kommende Woche so auf Netflix erwartet. In Kalenderwoche 13, vom 23. bis 29. März, veröffentlicht Netflix 15 Originals, die keine Stand-up-Comedy sind, oder Serien, die sowieso jede Woche neue Episoden veröffentlichen. Und auch in der kommenden Woche diesmal nichts im Lizenzgeschäft, also reines Original-Material, was Netflix rausbringt. Für mich die Highlights von Ozark, kommt Staffel 3 raus, dann der Film Uncork, dann ebenfalls der Film Dein Zuhause gehört mir und Unorthodox oder unorthodox, sehen alle relativ interessant aus. Und fangen wir einfach an. Am 25. März geht es diese Woche los, nämlich Mittwoch. Da kommt der Film Curtis raus, ein Biopic und also basierend auf einer wahren Geschichte, rund um Regisseur Michael Curtis, der während der Dreharbeiten zu Casablanca 1942 sich sowohl dramatischen Elementen seiner Familie widmen muss, als auch politischer Druck auf ihn ausgeübt wird. Und es geht um diese Dreharbeiten. Der Trailer im schwarz-weißen Look wirkt ein bisschen durch, könnte aber interessant sein. Ebenfalls Mittwoch startet Dein Zuhause gehört mir, habe ich ja eben schon bei den Highlights erwähnt, ein spanischer Thriller, der sich mit einem arbeitslosen Marketingfachmann beschäftigt, der seine Frau verliert, seine Tochter verliert und im Grunde selbst dann nichts mehr wirklich was zu verlieren hat und beschließt, die Nachbarn zu beobachten. Und seine Motive bekommen nach und nach einen sehr düsteren Drall. Und hier muss ich sagen, baut sich der Trailer richtig gut auf, wirkt sehr bedrohlich, deswegen habe ich das Ding gehighlightet. Dann gibt es noch die Dokumentation Sommer der Krüppelbewegung, lief in Sundance, unter anderem von Barack Obama und Michelle Obama produziert, eine Dokumentation rund um ein Sommercamp, das einst behinderte Teenager inspirierte zu einer Bewegung und wie diese sich nimmer mehr aufbaute für den Kampf um Gleichberechtigung. Hier sehr viel historisch-dokumentarisches Material zusammengetragen, vielleicht ein nischiges Thema, wichtiges Thema, Sommer der Krüppelbewegung. Und dann gibt es ebenfalls noch ab Mittwoch für die kleinen Juhu, Retter in der Not, die koreanische Kinderserie geht in die dritte Staffel. Am Donnerstag gibt es dann Unorthodox, eine Miniserie, und zwar eine deutsche nach Buchvorlage und Dramaserie, beschäftigt sich mit einer jungen Jüdin aus Brooklyn, also New York City, die aus einer arrangierten Ehe nach Berlin flieht und dort in einer Musikgruppe Unterschlupf findet. Und dabei treffen Welten aufeinander und ihre Vergangenheit holt sie ein, während sie selbst neue Freiheiten kennenlernt. Hier muss ich ganz ehrlich sagen, wirkt der Trailer, hat sehr viele Elemente drin, von dramatisch und beängstigend Thriller bis hin zu romantisch, fand ich deswegen echt spannend. Und deswegen werde ich in Unorthodox mal reinschauen. Für alle Fans von Seven Seeds, sei gesagt, gibt es ab Donnerstag den zweiten Teil von dem Anime nach Manga-Vorlage. Und auch für alle Black Lightning-Fans, also Serie mit leichtem Superhelden-Touch, gibt es Staffel 3 ab Donnerstag. Freitag dann wie so oft die meisten Originals. Und zwar beginnen wir am 27. März mit Ozark in der dritten Staffel. Da kehren Laura Dern und Jason Bateman zurück. Nee, Laura Linney und Jason Bateman zurück. Und die Geschichte von Marty Bird und das Thema Geld, Geldwaschen, Mafia und Macht ist richtig cool verpackt in Ozark. Ich finde immer wieder, dass diese Serie viel zu klein gehalten wird, beziehungsweise die Fanbase könnte größer sein. Ozark, definitiv ein Highlight. Staffel 3 und kann ich nur empfehlen, sich die ersten beiden Staffeln anzuschauen. Dann startet noch Uncorked, ein Indie-Drama rund um einen jungen Mann, der Sommelier werden möchte, während sein Vater gerne will, dass er das Familienunternehmen, was aber auch im Restaurantgeschäft ist, übernimmt. Und es geht um Liebe, Leidenschaft, ein anderes Thema. Es geht um Herkunft, es geht um das Erspüren und das hat einen ganz, ganz feinen Touch, was den Trailer angeht, zu Uncork, deswegen ebenfalls von mir gehighlightet. Dann gibt es noch den kanadischen Action-Thriller The Decline, der startet. In einem Trainingscamp kommt es zu einem Unfall und Überlebenskämpfer oder Lebenskünstler müssen ums Überleben kämpfen. Hier ist leider kein Trailer hinterlegt bei Netflix, kann ich also mehr außerdem jetzt nichts dazu sagen. Dann startet noch Das Zeichen des Teufels, ein mexikanischer Indie-Thriller mit Horror-Touch, in dem zwei Schwestern ein sehr altes Buch öffnen und damit dem bösen Zutritt in unsere Welt gewähren. Und ein besessener Priester scheint das einzige Mittel dagegen zu sein. Der Trailer wirkt relativ 0815, hat mich nicht gekriegt, bin ich eher raus. Dann gibt es noch die italienische Dramaserie Il Processo in der ersten Staffel, hier auch kein Trailer hinterlegt, geht um eine Staatsanwältin, die Verbindung zu einem Mordopfer hat, einem Anwalt, der die Karriereleiter hinaufklettern will und einer Verdächtigten, die jede Schuld von sich weist. Kann ich nichts weiter zu sagen. Für die kleineren gibt es dann noch Dragons, die jungen Drachenreiter, die Suche nach dem goldenen Drachen. Die Drachenreiter begeben sich auf die Jagd nach einem goldenen Drachen.
Ei und wollen es vor einem Piraten schaffen. Finde ich so vom Look und so, gerade wenn man natürlich DreamWorks und Drachenzähmen leicht gemacht kennt, ist das ein anderes Level. Wirkt eher simpel, aber auch klare Zielgruppe. Ebenfalls für die Kleinen gibt es dann noch True. Die große Eiersuche in der Regenbogenstadt bricht der Frühling an und ein eierstehlendes Monster, sagt zumindest Bartleby, soll unterwegs sein. Dem geht es Einheit zu gebieten. Und die Reality-Show Car Masters, von Schrott zu Reichtum, gibt es in der zweiten Staffel dann ab kommendem Freitag, dem 27. März. In der Gotham Garage wird wieder aus alten Autos Neues herausgebaut und hinpoliert. Und damit sind wir durch. Durch die Netflix-Vorschau für kommende Woche. Ich hoffe, da ist was dabei, wo ihr sagt, oh, findet ihr interessant. Wie gesagt, meine Highlights. Staffel 3 von Ozark, Uncorked, Dein Zuhause gehört mir und Unorthodox. So, ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme, Serien und Dokus schauen.